Hallo und herzlich willkommen zurück. So, ich musste in der letzten Folge nur leider so schnell abbrechen, weil nämlich mein Kleiner wach geworden ist. Und wenn der nämlich hier reinstürmt, ich glaube, dann schreit er nämlich alles zusammen. Jetzt warte mal, sagen wir hier eine Beleidigung von Schweden. Wir müssen natürlich nur aufpassen, dass wir nicht mit allen hier Probleme kriegen. Das wäre natürlich bitter. Jetzt geht's wieder. Okay. Meinung. Ich hoffe mal, die nimmt es an, die gute Frau. Österreich hat gesiegt. Okay, da müssen wir natürlich noch... wurde abgelehnt. Beziehung verbessern können wir leider auch nicht. Da müssen wir ein paar Einheiten nach unten bringen. Da haben wir überhaupt nicht aufgepasst jetzt. So, dann würde ich sagen, zwei, sieben hier und zwei da. So, wir müssen jetzt schauen, dass wir hier befestigen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Leute hier angegriffen haben. So, dann würde ich sagen, die 200 Mann bringen wir hier mit rüber. Die werden jetzt erstmal standhalten, weil ich glaube, die greifen auch jetzt erstmal nur mit so kleinen Einheiten hier an. Jetzt, wenn wir mal auf Russland gehen, ob er uns durchgehen lässt, das wäre natürlich super. Beziehungen verbessern müssen wir erstmal hier machen. Können wir leider nicht. Oh, das war ganz knapp. Ah ja, also. Hier, glaube ich, haben wir jetzt erstmal stabilisiert hier oben, dass hier erstmal keiner durchkommt. Oh, das wurde akzeptiert. Wieso ist Russland aber jetzt nicht auf das Durchmarschrecht hier eingegangen? Ach, wir haben erst Beziehung verbessert. Sorry, mein Fehler. Mehr haben wir ja noch gar nicht gemacht. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt hier keinen Fehler gemacht haben mit dem ganzen Krieg hier oben. Aber ihr seht schon mal, dass hier verdammt viele Länder im Krieg sind. Österreich hat gesiegt. Ja, hier glaube ich, wird es aber jetzt bald passieren, dass die irgendwann hier durchbrechen. Jetzt müssen wir mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Da haben wir ja alles irgendwie 100%. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt hier schon anfangen? Achso, wir können das hier immer noch nicht machen. Nee. Okay, wir haben ja die Leute noch. Die könnten wir jetzt eigentlich aufteilen. Sagen wir mal, zu jedem um die 400 Mann. Dann hier nochmal ein paar mit hoch und den Rest bringen wir dahin. So. Wenn natürlich jetzt einer von hier angreift, haben wir ein Problem, weil hier haben wir ja leider überhaupt keine Leute mehr stehen. Ja, rekrutieren. Machen wir mal hier voll. Wie viel Geld haben wir noch? 32.000. 6.000. Da schaut's gut aus. Ja, wir sind auf jeden Fall noch schön im Plus. So. Wir bräuchten ein Durchmarschrecht, auf jeden Fall durch Russland. Wir werden auf jeden Fall beide fragen, Deutschland genauso, ob uns hier irgendeiner durchmarschieren lässt. Ah, shit. Shit, 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 wurde abgelehnt.
Das wurde abgelehnt. So, dann ziehen wir jetzt nur mit einem kleinen Anteil hier rüber. Wir müssen natürlich jetzt schnell sein, nicht, dass die uns hier alles vorher wegerobern. Schicken jetzt nur mal kleine Trupps nach vorne. So, die schicken wir hier rüber. Genauso wie die hier. Ich hoffe mal, wir be bekommen hier noch einiges. Na, seht ihr schon, die greifen unten wirklich immer nur mit kleinen Einheiten an. Also das geht eigentlich. Das gehört alles uns. Okay. Das gehört auch uns. Jetzt werden wir aber trotzdem mal... mit einem Teil noch hier runterziehen. Jetzt mal schauen, dass wir jetzt noch mitnehmen, was geht. Und dann können wir denen auf jeden Fall noch ein Friedensangebot schicken. Dann gehört eh das meiste, ich glaube es dann schon mal uns. Und bevor ich vergesse, ihr könnt auch, wenn ihr jetzt wisst, ihr wollt die ganze Einheit ziehen, einfach nur doppelten Rechtsklick. Und dann zieht ihr auch alle Einheiten gleich hier rüber, ohne dass ihr dann noch da unten nochmal bestätigen müsst. So, 2000 im Plus. Die bringen wir jetzt trotzdem mal schnell hier rein. Oder warte mal, die 5000 Mann können wir eigentlich gleich hier hochziehen. Jetzt mal schauen, wie sie denn am blödsten jetzt hier hingehen. Ah, jetzt greifen die Finnen von hier oben wieder an. Aber sind schon wieder vernichtet. Österreich hat gesiegt hier. Wieso sind meine Einheiten verschwunden? So, wird jetzt eigentlich alles sehr gut durcherobert hier oben. So. Lassen wir jetzt hier oben noch Leute stehen. Wir lassen es jetzt mal stehen. Wo sind unsere 5000 Mann? Die müssen natürlich jetzt verdammt weit außen rumziehen. Ja, die müssen bis hier runter. Da sind sie. Die gehen jetzt auf dem... warte mal, die gehen auf dem Weg hier ans Meer. Technologiepunkt. So, Verwaltung haben wir fast voll. Militärunterhalt, einkommende Produktion, einkommende Steuern. Machen wir mal die Steuern hier nochmal hoch. Da ziehen wir weiter. Da ziehen wir auch alles weiter. So, wie gesagt, die Mann lassen wir hier oben stehen. Ihr seht selber, von Finnland bleibt nicht mehr allzu viel. Das haben wir gerade so gewonnen hier. Haben wir jetzt einen Überblick über unsere Leute? Ah, die sind erstmal hier unten. Also seht ihr mal, wie lange die brauchen, bis die hier hochkommen. In der Zeit könnten wir aber die Finn eigentlich erobern, bis die da sind. So, das. Jetzt warte mal, ihr geht hier runter. 500. 400. So, jetzt lassen wir das erstmal wieder abspielen. Also ihr seht schon, die haben nicht mehr viel. Die 300 Mann, wie gesagt, lassen wir wieder stehen. Aber wir hätten eigentlich gleich mit denen hier angreifen können. Das machen wir jetzt auch.
So, dann sind die auch zerlegt. Und jetzt ziehen wir wirklich mal hier runter. Das alles mit nach Oslo. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Finnen fast. Eroberte Provinzen 125. So, ihr geht damit hin. Damit müssten wir jetzt die Finn eigentlich haben. Mal schnell gucken. Au! Nein, so war das nicht geplant. So war das überhaupt nicht geplant. Dass der jetzt hier oben wieder durchkommt. So, hier müssen wir aufteilen. Und da den Rest hier hin. Der wird aber, ich denke, jetzt bestimmt weiterziehen. Ja, der zieht weiter. Also. Hier nochmal aufteilen. Die lassen wir hier. Den ziehen wir hier mit einem Teil hin und einem Teil mit da. Dann dürften sie jetzt eigentlich nicht mehr weiterkommen, außer die gehen jetzt über Land hier rüber. Das haben wir erobert. Ja. Wir haben die Finn. Der Waffenstillstand mit Sudan und Estland ist ausgelaufen. Okay, also jetzt schaut mal hier hin. Finnen sind erobert. Machen wir halt mal Friedensverhandlungen. 104 Punkte haben wir zur Verfügung, aber da werden wir auch nicht alles kriegen. Da. Jetzt werden wir einfach mal nur den Bereich hier machen. Ich glaube, dann sind unsere 100 Punkte schon fast weg. Ja, 17 haben wir noch. 8. Oh, hier hat man alles nur einen. Aber das wäre natürlich schon ein großer Teil hier. Ja, dauerte eh erstmal die Zeit dann, bis sie sich da erstmal wieder davon überholen. Erholen, mein Fehler. Also, Waffenstillstand. Lass mal ganz kurz hier schauen. Wie viele Leute haben wir überhaupt noch? Die bringen wir jetzt alle mal hier hoch. Das. So. Hier unten stehen jede Menge, 25.000 Mann circa. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es hier mit Deutschland ausschaut. Beziehungen verbessern. Muss man natürlich jetzt erstmal mit allen Nachbarländern hier machen. Oh, leck, hier mal minus 98. Das ist natürlich schon viel. Wie schaut es mit Griechenland aus? Null. Also, sagen wir mal neutral. Ein paar Punkte haben wir noch. Machen wir mal mit Litauen. Plus 33. Lettland minus 2. So. Machen wir auch gleich mal mit Dänemark hier. Achso, wir haben keine Punkte mehr. Spanien. Waffenstillstand ist ausgelaufen. Geschenk werden wir hier auch überhaupt kein schicken. Das könnt ihr vergessen, Leute. Das könnt ihr vergessen. Wie viel haben wir hier überhaupt? Minus 2.
Waffenstillstand mit Lettland. Das sind wir nur Gegner, aber wir sind nicht mehr im Krieg. Also, das ist schon mal sehr gut. Machen wir mal hier den Nichtangriffspa. Achso, 08. Wir haben keine Punkte mehr. Boah, unser Geld steigt und steigt. Mal schauen, was. Ja, wir müssen jetzt wirklich erstmal an der Produktion ein bisschen arbeiten, damit wir unser Geld hier, nicht, dass wir in eine Inflation hereinkommen, wo dann unser Geld nicht mehr viel wert ist. Halt, schon wieder keine Punkte mehr. So, Werkstatt. Aber wenn er denkt, es kostet schon 3 Punkte. So, Geld ist weit unten. Tuberkulose. Ja, aber wie gesagt, es brechen ja die Krankheiten überall aus, nicht nur bei uns. So, jetzt lass uns mal gucken hier. Wachstumsrate, Zufriedenheit. Risiko einer Revolution. Stabilität haben wir 64%. Diplomatiepunkte, da brauchen wir natürlich einiges. Lassen wir erstmal hier oben. Nichtangriffspakt ist ausgelaufen. Das werden wir aber auch gleich wieder machen hier. Jetzt werden wir halt erstmal... Ach, weil wir den Nichtangriffspakt gemacht haben, deswegen. So, die haben wir auf jeden Fall angenommen, sehr gut. Aber ihr seht schon, wir haben uns wirklich auch schön vergrößert jetzt. Hier oben und hier unten. Gehen wir hier hoch. Und da, seht ihr das? Und das hier. Okay, da werden wir natürlich erstmal überhaupt nicht viel machen, weil wir auch, wie gesagt, den Tipp habe ich ja von euch bekommen, zwecks Beziehungen verbessern, kostet uns ja in jeder Runde diese Diplomatiepunkte. Wieso? Den haben wir doch schon. Ich habe jetzt gedacht, wir haben diesen Nichtangriffspakt. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? So, jetzt passt auf. Jetzt gehen nämlich unsere Punkte auch wieder schön nach oben. Ah, schaut mal hin, wir haben erneut den Coronavirus. Genau, ey. Coronavirus. Ja, wir machen gleich weiter. Jetzt warte. Wir brauchen erstmal wieder Diplomatiepunkte. So, wie viele Tote haben wir schon? 112.000 in so einer kurzen Zeit. Huh. Ja, seht ihr mal, das ist schon... Das ist schon bitter. 2052 sind wir vor allem schon. Wir mal Zufriedenheit. Okay, Zufriedenheit geht jetzt eigentlich von den ganzen Provinzen. Wir sind auf jeden Fall immer über, naja, okay, sagen wir mal fast 70%. Coronavirus 390. Der ist hauptsächlich hier. Okay, ihr seht, wir haben in dem Bereich schon immer diesen Coronavirus. Ah, hier unten auch schon. Ah, hier unten sind sogar die schlimmsten Zahlen. Ja, also und wie gesagt, das ist das, was mir wirklich an dem Spiel noch fehlt. Das ist ein Krankenhaus und das fehlt mir wirklich sehr. Puh, das finde ich natürlich also ein bisschen schade. So. 133.000. So, hier haben wir Beziehungen aufgehört zu verbessern. Das passt. Jetzt steigen unsere Diplomatiepunkte wieder. Machen hier mal einen Nichtangriffspakt mit Frankreich. Hat er angenommen, sehr gut. So, jetzt können wir erstmal hier unsere Integrierung hier.
147.000. Es wird langsam weniger mit dem Coronavirus. Er wird eingedämmt, so wie in China. Jetzt müssen wir dann erstmal wieder ein bisschen warten mit unseren Diplomatiepunkten hier. So, gespeichert. Wir werden aber jetzt sowieso gleich beenden. Ne? Waffenstillstand mit Finnland ist ausgelaufen. Leute, da wird es glaube ich aber jetzt erstmal auch keinen Krieg mehr geben. Warte mal, wie schaut es mit den Kleinen aus? Helsinki. Ja. Das lassen wir auch so. Ja, integriert wird jetzt eigentlich fast alles. Ihr seht es ja hier. Und die, was hier in den grünen Bereich sind, die brauchen wir gar nicht. 88, 89%, das ist natürlich jede Menge. Es wird jetzt im Laufe der Zeit sowieso selber auf 100 mal gehen. Da wir ja eh jetzt momentan wieder genug Geld haben, werden wir auch unsere Universitäten und so weiter hier ausbauen. Damit unsere Forschungspunkte hier schneller vorangehen. Oh. Ist natürlich jetzt schon Wahnsinn, was das kostet. Boah, jetzt schaut mal an, 14. Leck mich fett, ey. Mit so viel Geld hier runter. So. Bibliothek überall gebaut. Ihr seht, einen Forschungspunkt pro Runde mehr, je 425 Menschen in der Provinz. Ah ja, deswegen, wir haben unsere Forschung auf Null. Deswegen denke ich mir, haben wir auch so viel Einnahmen. Wir werden es jetzt mal so lassen. Jetzt schauen wir hier, 82,1, 86,3. Das hört sich natürlich schon besser an. Der ist ausgelaufen. Beziehungen verbessern können wir nicht. Schade. Beziehungen verbessern. Oh, mit Russland sind wir im Plus. Das ist schon mal sehr gut. Wie schaut es mit Frankreich aus? Plus 38. Plus 29. Ja, mit Italien müssen wir mal noch ins Plus hier reinkommen. Oder wie gesagt auch mit Serbien. Plus plus. Bulgarien sind wir im Plus. Oh, mit Algerien im Minus. Ja, jetzt werden wir natürlich erstmal mit den Ländern hier, das sind wir auch, Beziehungen verbessern. Die haben eh nur 4 Provinzen, also da befürchte ich halt überhaupt nichts. So, wir haben unseren nächsten Forschungspunkt. Ja, also Leute, ich würde sagen, das war's für heute erstmal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und da müssen wir natürlich jetzt schauen, dass wir unsere Wirtschaft und so weiter wieder weiter ausbauen, damit wir auch wieder mehr Einnahmen und weniger Ausgaben und so weiter haben. Und Krieg führen werden wir jetzt erstmal nicht. Wir müssen jetzt erstmal auch unsere Armee, glaube ich, erstmal wieder aufbauen, weil ich glaube, mit diesen Leuten, wir können nochmal schnell schauen, werden wir natürlich nicht weit kommen. Jetzt gehen wir mal schnell hier rein. So, 25.000 Mann. Und hier oben waren es, wie viel hat man ja hier? 4.000, ja, also sagen wir mal 30.000 Mann. Und wie gesagt, das ist ein bisschen zu wenig. Ah ja, wir haben hier die 5.189 Mann noch. Auf See. Mal gucken. Ja, die bewegen sich jetzt erstmal nicht. Ich glaube, das ist natürlich jetzt kacke, weil wir die... Warte mal, wir haben hier ein Handelsangebot mit Lissabon. Gegen Syrien. Mach mal. Dass wir die eigentlich hier hochschicken wollten während der Kriegszeit, und dann kam ja der Waffenstillstand und jetzt sind die hier im Meer. Ich weiß nicht, ob wir die nochmal rauskriegen. Müssen wir auf jeden Fall mal schauen, aber machen wir alles in der nächsten Folge. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe natürlich bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Tschüss.